Wir gehen mal davon aus, dass ein Pfadfinder sein Taschenmesser dabei hat. Also braucht er das nicht. Wir bieten ihm ein Logbuch, in dem er Ereignisse, Notizen, was auch immer festhalten kann. Und das Ganze innerhalb seiner Scout-Tools. Dafür verwenden wir eine Liste, die durch Einträge erweitert werden kann und wo Listeneinträge auch wieder gelöscht werden können. Das kommt in vielen Apps vor, mit unterschiedlichen Ausprägungen und ist sehr geschickt angelegt. Wir schauen uns mal an, wie das aufgebaut ist und erzeugen ein neues Fragment. Ich erzeuge in unserem Package über Rechtsklick New, Android Other, ein neues Fragment vom Typ List. Android Studio wird uns jetzt ein neues List-Fragment erzeugen mit bestimmten Vorgaben. Die können wir dann an unsere Bedürfnisse anpassen. Next. Was für eine Art Objekte behandeln wir in der Liste? Das hilft uns bei der Benamung. Ich werde unsere Listeinträge Scoutlog nennen. Wir sind dankbar dafür, dass die Factory-Methode für uns erzeugt wird. Und ich verzichte darauf, auf großen Displays in eine Grid-View zu schalten, also eine Rasteransicht. Das ist in unserem Fall nicht so clever. Wenn wir nur eine Liste haben, die auf kleinen Geräten untereinander angeordnet wird, können wir automatisch dafür sorgen, dass auf großen Geräten zeilenweise durchgegangen wird, mit mehreren Einträgen pro Zeile und der Platz so besser genutzt wird. Wir werden den Platz aber anders nutzen. Dazu kommen wir später. Ich schließe ab. Und nach dem Erzeugen neuer Dateien möchte Gradle synchronisieren. Das tue ich jetzt. Hier haben wir unser neues Scout-Log-Fragment. Ich überprüfe, welche Klassen importiert werden. Das List-Fragment wird aus den Support-Klassen verwendet. Ich hätte gerne das aktuelle und lösche support.v4. Ich vergrößere, um eine Spezialität unseres neuen Fragments zu betrachten. Unser Scoutlog-Fragment vererbt sich von List-Fragment. Es hat auch wieder Parameter, die wir hier als To-Do, also als Aufgabe serviert bekommen, wieder an eigene Bedürfnisse anpassen. Das machen wir später. Hier haben wir einen On-Fragment-Interaction-Listener namens M-Listener. Was ist so ein Fragment-Interaction-Listener? Schauen wir uns einmal genauer an. Über Steuerung und Klick auf eine Klasse springen wir zur Definition. Das führt uns jetzt nicht in eine andere Datei, sondern einfach nur an das Ende dieser Datei. Aber Vorsicht, Sie können damit durch ganze Projekte navigieren. Ich verwende diese Abkürzung jetzt mal. Steuerung, Klick auf OnFragmentInteractionListener. Und wir sind am Ende unserer Klasse. Hier wird ein Interface definiert. Dieses Interface OnFragmentInteractionListener verlangt, dass die Klasse, die es implementiert, die Methode OnFragmentInteraction überschreibt. Ich möchte das Interface und die Methode umbenennen, um es etwas klarer auszudrücken. Der Sinn des Ganzen ist, dass die Fragments, die wir in unserer Activity laden, mit der Activity kommunizieren können. Im wahrsten Sinne des Wortes also ein Interface, eine Schnittstelle. Die Activity, also das Gerüst unserer App, soll die Fragments nicht einfach nur laden und anzeigen, sondern auch mit ihnen kommunizieren können, sodass die Fragments einen Beitrag zur gesamten Logik leisten können. Das werden wir noch brauchen. Ich nenne das Interface OnScoutLogInteractionListener. Und die Methode entsprechend OnScoutLogInteraction. Jetzt werde ich einiges anpassen müssen. Ich fange am Anfang an. Hier ist noch alles in Ordnung. Unsere Private M-Listener
ist vom Typ OnFragmentInteractionListener, den es nicht mehr gibt. Ich benenne ihn um in OnScoutLogInteractionListener. Weiter unten stolpern wir über die Methode onAttach. Die ist sehr speziell und wird aufgerufen, wenn das Fragment an eine Activity angedockt wird, wenn wir sie also in unseren Viewpager laden. Dann versucht der mListener auf die Activity gesetzt zu werden, und zwar gecastet zu on, und das ändere ich jetzt ab, on ScoutLogInteractionListener. Die Activity, die dieses Fragment lädt, muss das Interface on ScoutLogInteractionListener implementieren. Das bedeutet, dieser Cast muss erfolgreich sein. Falls nicht, bekommen wir eine Exception, also eine Warnung. Achtung! Die Klasse der Activity muss das Interface OnFragmentInteractionListener implementieren. Und auch das ändere ich jetzt zu OnScoutLogInteractionListener. Ich überprüfe, ob wir noch mehr anpassen müssen. Und sehe hier den Kern des Ganzen. OnListItemClick, also wenn ein Item in unserer Liste geklickt wird, wird, falls es unseren Listener schon gibt, die Methode onFragmentInteraction, also in unserem Fall onScoutLogInteraction, aufgerufen. Wir übergeben als Parameter von unserem Dummy-Content dessen Items einen Item an einer bestimmten Position, die wir erfahren aus unserer Methode onListItemClick, und davon die ID. Wir wissen also, ganz kurz gesagt, auf welchen Item geklickt wurde, und das in der Activity, die unser Fragment lädt. Ich verkleinere wieder und sorge in unserer Main Activity jetzt dafür, dass wir unser neues Fragment auch laden. In der Methode getItem geben wir gleich als erste Seite unser neues Fragment zurück. Also scoutLogFragment.newInstance, und auch hier übergeben wir wieder zwei Strings, da wir die Factory-Methode noch nicht geändert haben. Dürfen wir schon loslegen? Nein! Wir müssen erst noch das Interface implementieren. Dafür gehe ich nach oben. Wir implementieren schon den TabListener. Dahinter trenne ich mit Komma das Interface aus unserer ScoutLogFragment-Klasse über ScoutLogFragment.onScoutLogInteractionListener, und das Interface bekommen wir zuerst vorgeschlagen. Ich bestätige mit Enter. Großer Fehler, viel Rot und ein Quickfix. Angenehmerweise können wir die Methoden automatisch implementieren lassen. Ich bekomme hier die Methode onScoutLogInteraction schon vorgeschlagen. Ich bestätige und sehe hier unsere Methode onScoutLogInteraction, die überschrieben wird. Wir tun noch nichts. Aber wir haben sie. Und somit ist sichergestellt, dass das Interface grundsätzlich funktioniert, auch wenn wir hier noch nicht reagieren. Das werden wir später mal probieren. Aber zuerst wollen wir unser ListFragment sehen. Ich starte den Emulator. Ich wähle den laufenden Emulator. Und hole ihn nach vorn. Willkommen, Item 1 bis 3.
Auf Seite 1 also unser neues List-Fragment, auf Seite 2 unser farbenfrohes Blank-Fragment und auf Seite 3 das Überbleibsel aus dem generierten Platzhalter-Fragment.